Mal den Anruf aufbauen, ja, ich wähle die Nummer, es klingelt hier, bitte einmal annehmen den Call. Das ist jetzt, wenn Sie mal hören, ein HD-Audiosignal bis 60 kHz, Hi-Fi ist den wesentlich natürlicher die Stimme, und wenn ich Ihnen jetzt den Stand zeigen möchte zum Beispiel, dann würde ich switchen zu einem Video-Call. Hier drauf, sage Switch to Video Call. Sie müssen dann einmal zeigen, einmal Accept drücken, den akzeptieren im Video Call, damit ich Sie nicht überfalle damit, ja. So, dann würde ich jetzt die Kamera noch einmal sehen. Kommen Sie nochmal hier drauf. Switch Camera, dass ich auch von der Frontcam auf die Backcam gehe, ja. Und jetzt habe ich die Kamera hinten eingeschaltet und kann tatsächlich Ihnen den Stand zeigen. Auf dem anderen Display sehen Sie das, wenn ich jetzt rumgehe, tatsächlich das Bild, was ich gerade habe, und kann Ihrem Kollegen sehr schön die Umgebung zeigen. Und wir können auch im Anschluss dann auch sehr, sehr gut wieder zurückgehen in den Sprachmodus. Das sind natürlich Möglichkeiten, die vorher bei UMTS nicht bestanden haben. Da mussten Sie sich von vornherein entscheiden, mache ich einen Videocall oder einen Voicecall. Jetzt weiß ich gar nicht, wo Sie gerade sind. Und deswegen würde ich immer nur einen Voicecall machen wollen. Und dann nochmal auflegen, dass es immer wieder hier aufbauen wird selten gemacht, ja. Von daher ist das sicherlich ein schönes Feature. Dazu kommen wird auch noch Bridge Communication. Ja, ich gehe mal auf, weil die Rückordnung gerade kommt. Bridge Communication, das heißt File Sharing und Chatting wird auch noch hinzukommen. Also alles, was so Bridge Communication mit Presence und so weiter angeht, wird funktionieren. Das ist jetzt ein kleiner Showcase. Wir rechnen ungefähr Q1, Q2 2013 damit, dass wir es dann auch wirklich kommerziell anbieten können. Wir werden aber, so wie es aussieht, auch noch eine Zeit lang parallel Circuit Switch Rollback anbieten, je nachdem, was die Kunden.